Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Jedi Fallen Order. Ja, ich würde sagen, wir bauen es mal da hoch. Ah ne, wir bauen es mal hier, weil da müssen wir nämlich hin. Können wir hier hin? Ne, können wir nicht. Oder? Schwimmen wir einfach da hin und schauen, was... Wieso gibt es hier so viele Spinnen? Versuch gerade perfekt zu. Ah! Oh, One-Shot dann! Geil! Hi, willst du auch? Nee, das war zu viel, Entschuldigung. Oh Mann, wenn ich das gewusst hätte! Ich glaube, dich kann ich nicht one-shotten, ne? Ich bin eine Schnecke. Vielleicht nur hier Ruhe. Ah, das war zu viel. Gut, hey, ja, Spinnen, One-Shotten, oh. Da geht's rein. Was ist das? Ein Grab? Die Bäume. Ich spüre die Macht hier überall. Der hat ein Tattoo. Der hat ein Tattoo. Was hat der für ein Tattoo? Danke. Sieht auf jeden Fall sehr frisch aus. Ja. Interessant. So, da geht's vielleicht hoch. Nee, geht's nicht. Da geht's auf jeden Fall weiter. Aber hier geht's nicht hoch, ne? Nee. Ja, da unten kannst du... Ja, dann schauen wir mal hier. Das ist ein Revolver, oder? Rettung. Die fliehenden Partisanen wurden schließlich von Wookiee-Häuptling Tarful von der imperialen Streitkräfte gerettet. Und ganz ehrlich, das da, warte, das da über meinen Kopf, das ist ein Revolver. Voll lustig. So überall so, ja, Laserblaster und voll die krassen Sachen und mittendrin so, ja, Revolver. Vorsicht! Fall nicht zurück! Entschuldigung, ja. Lungenpflanze. Fühlt sich die Lungenpflanze bedroht? Fühlt sie ihren Körperhöhle mit. Fühlt sie ihre Körperhöhle mit Luft, um größer zu wirken? Versucht ein Lück dennoch, ihre Blätter zu fressen, lässt sie die aufgenommene Luft schlagartig ab, um ihn zurückzuwerfen. Hui. Aber ich komme nicht darüber, ne? Nein. Na gut. Muss ja auch nicht. Das macht Spaß. Da sollen wir Tarful treffen. Warte. Da drüben oder was? Anscheinend. Okay. Oh,
da drüben ist eine... Aber da komme ich nicht hin. Aber wozu ist die Pflanze da? Oh, hallo. Warte. Ah, da können wir da hinschwingen, aber ich schwinge lieber zu der Box. Weil ich will noch, keine Ahnung, irgendwas Unwichtiges. So ein Poncho oder so ein Schmarrn. Willst du nachsehen? Was ist das, BD? Es ist halt wirklich ein Poncho. Ein roter. Ja. Aber lustig ist es schon, dass das halt funktioniert, ne? Also ich meine so das, ja so Poncho und Skin und so, das ist ja alles so. So, wo man sich denkt, so, ja, das ist. Ja, ist ja gut. Total uninteressant, ja. Und Alter, jetzt. Chill mal. Sackgesicht. So. Ach, da komme ich rüber. Ach, ich da. Ja, okay. Wuhu. Ja, cool. Oh, warte. Ja, nee. Ausruhen. Jetzt, sinnlos. Weil dann muss ich ja gegen alle Feinde noch kämpfen. Oh. Da ist eine Höhle. Also, ja, später bekomme ich 100 Pro ein Tauchgerät. 100 Pro. Genau. Und jetzt auf die andere Seite. Ah, stimmt. Ja, das. Stimmt, das schaffe ich ja nicht. Ich muss ja da rein. Nee, da rein. Jetzt hat. Jetzt hat. Moin. Ja, moin. Ach, das sind sie ja. Schön, dass du da bist. Das ist Häuptling Tarful. Ja, moin. Ich habe eine Mission von Meister Cordova. Er hat nach einem Sepho-Artefakt gesucht. Es könnte die Jedi-Ritter retten. Cordova fand Weisheit im Wipfel des Ursprungsbaums. Suche dort nach Antworten. Er ist riesig. Wo soll ich überhaupt anfangen? Vielleicht findest du über die Wurzeln einen Weg nach oben. Aber die sind unter Wasser. Nimm das Atemgerät. Yes! Ja, geil. Ja, jetzt auch nicht. Wo hast du es denn hingesteckt? Was werdet ihr jetzt tun? Das Einzige, was wir können. Weiterkämpfen. Viel Glück. Vielleicht bis bald. Ja, bestimmt. So. Getrennte Wege. Nach einem Gespräch mit Kreese macht sich Kal und BD auf die Suche nach Mari und Tarful. Während Kal gegen die Brut kämpft, befehligte Triller einen Angriff. Befehligte Triller einen Angriff, um ihren Widerstand zu brechen. Zwischen Mari und Saw bildete sich ein Riss, der ihre Truppen in zwei Teile spaltete, woraufhin Saw den Planeten verließ. Nachdem sie sich einen Weg durch die zurückeroberten Raffinerie gebahnt hatten, trafen sich Kal und BD mit Mari, Tarful und Koishizik. Während Tarful Kal empfahl, auf den Ursprungsbaum zu klettern, gab ihn Mari ein Atemgerät und so weiter und so fort.
So, und die stehen jetzt einfach da. Wollen wir noch ein bisschen weiter quatschen? Was war da zwischen dir und Saw? Eine Meinungsverschiedenheit. Er glaubt, der Krieg hier sei verloren. Und du? Ich lasse die Wookies nicht alleine leiden. Und wenn Saw recht hat? Wenn Kashyyyk verloren ist? Das Imperium setzt auf Angst und Gleichgültigkeit. Wir sind eine Herausforderung für seine Existenz. Der Krieg ist längst nicht vorbei. Und er ist jedes Opfer wert. Völlig egal, wie er ausgeht. Wie wurdest du zur Kämpferin? Ich war Topografin. Und bin auf abgelegene Planeten gereist, um dort die Natur zu erfassen. Klingt aufregend. Es war mein Traumjob. Dann wurde die Republik zum Imperium. Die Armen wurden Zwangsarbeiter. Ich konnte das nicht mit ansehen, also trat ich dem Widerstand bei. Solche Leute müsste es mehr geben. Bleib am Leben da draußen. Okay. Das ist ja easy. Wie die ist einfach auf meinem Rücken geblieben. Der geht da nicht rein. Ist das lustig. Okay. Wieder mal einen Bug entdeckt. Ich schwimme mal ein bisschen rum und finde hier ganz viele Kisten. Okay, Didi, das ist es. Weiß er doch nicht. Er war nicht drin. Warte, wo sind wir jetzt? Fettes Kanonenrohr. Hier sind wir. Warte, ich will mal kurz schauen, wo genau es jetzt hingeht. Alter, da gibt's ja jetzt voll viele. Warte, ich gehe mal kurz noch darüber. Das war gütig. Finde ich aber gut, dass er hier so die Sicht nicht ganz so gut ist, weil es ist halt ein Sumpf mehr oder weniger. So. Na? Okay, ja, wow. Gut, Entschuldigung, hier war ich schon überall. Dann gehen wir mal weiter. Nee, wir gehen mal weiter. Das war doch hier, ne? Da. Oder? Oder da. Ja, mal schauen. Ich schwimme mal hier rein. Was machst du da? Okay. Interessant. Wookie hat den Verlust eines Ältesten betrauert. Trauerritual. Hier haben die Wookies den Verlust der Iren beklagt, eines für seinen Weisheit bekannte. Baba. Ich habe für kurze Zeit, einen Bruchteil einer Sekunde konnte ich auf dem Wasser gehen. Voll geil. So. Ja,
Dann schauen wir mal hier rein. Wieso macht BD jetzt sein Licht an? Also hier ist ja eigentlich Licht drin. Na egal. Ganz viele tote Sturmtruppler. So. Da hatte BD die ganze Zeit das Licht an. Na, egal. Okay, hier ist anscheinend wirklich nichts. Okay, dann steigen wir mal um. Ah, warte mal, wieso sind da tote Sturmtruppler, wenn das ein Klonschiff ist? Hm. Naja. Ich glaube, ich muss da. Ich schau mal zu. Also die Schnecken gehen halt echt ab. Die zermetzeln hier jeden. Ein Stim, BD? Fühl mich schon besser. Nicht mal Tafun konnte sie ewig fernhalten. Sie werden erst aufhören, wenn alle ausgelöscht sind. Oh, schön. Ah, fürs Schiff, oder? Gute Arbeit. Sava. Taktischer Leitfaden. Ach so, das sind die. Kann sich strecken, um Beute in ihrer unmittelbaren Umgebung zu erreichen. Resistenz gegen Verletzungen auch durch Lichtschwerter. Sehr realistisch, aber okay. Hier dampft es so raus. Ja, war einfach mal. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir. Geht's nur hier weiter? Ja. Ja, gut. Schon wieder. Und wieder rutschen. Natürlich. Lass mich in Ruhe. Bitte. 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 In Ruhe. Wo muss ich hin? Wahrscheinlich nicht nach oben. Bei den Dingern kriege ich Gänsehaut. Lehn dich mal nicht so weit aus dem Fenster. Au. Los. Ah, und die roten Pflanzen, die stechen. Hab mich schon gefragt, was die überhaupt machen, aber ja. Ah, komm mir nicht so nah. Wir haben den Jedi gefunden! Noch ein Stim! Wir führen einen Stim zu! Das wird niemals enden! Vorrücken! Bleibt an ihm dran! Schieß auf das Ziel! Jedi getroffen! Er schießt ihn! Ah.
im Anmarsch. Mhm. Nicht wirklich. So, gut. Da geht's weiter nach oben. Ich kann aber auch hier rein. Ah, da ist eine Truhe. Super. Truhe. Noch ein Poncho. Hey, BD. Siehst du mal an. Zeig mal, was du gefunden hast. Habe ich eigentlich jetzt nur Sachen für das Lichtschwert gefunden oder auch andere Sachen? I can't remember. I didn't listen to the thing. Oh, da geht's hier rein. Hier ist ja überall irgendwas. Ich empfange die Position des Wookie-Generals. Vorrücken. Imperialer Kundschafter. Eine Truppe, der den Partisanen und Wookies auf der Spur ist. Er ist wegen Tarpulver. Ich empfange ein... Ja, wieso empfängt der? Also an sich müsste er ja den. Also hat er den. Den Funkding von den anderen. Von den Rebellen gekapert oder was? Jetzt geht eine. Egal! Nice. Ne? Ja, also der Kundschafter, entweder hat er den Funkspruch von den Rebellen abgefangen oder er hat ihn irgendwie anders empfangen. Naja. Jetzt hier gar nicht lang. Ich dachte, weil überall eben. Ja, anscheinend geht's hier nicht lang. Weil überall es beim See weitergeht. Aber hier jetzt nicht. Okay, alles klar. Weil hier geht's. Hä, wie komme ich denn dann dahin? Ich dachte jetzt über den Ast und dann da hoch. Aber offensichtlich nicht. Achso, wieder hier einfach drunter tauchen. Ja, super. Sehr einfallsreich. Gut. Na schön. Dann geht's hier mal weiter. Wäre das Imperium auf Kashyyyk auch so hartnäckig, wenn wir nicht angegriffen hätten? Die Jedi sollen Symbole der Hoffnung sein, aber ich habe die Inquisition hergeführt. Marie und Tarful bauen auf mich. Habe ich sie schon wieder gefährdet? Berechtigte Frage. Das war ja auch das Problem bei den Jedi-Generälen. So, weil sie, also die Ursprungsform war ja, dass Jedis Hoffnung bringen sollten und Gerechtigkeit und so. Yeah. Und, okay. Und, ja, das hat vielen aufgestoßen, dass die dann zu Generälen wurden. Nein! Alter! Trrr. Sau gut. Dann würde ich sagen, geradeaus weiter.
Los, holt ihn euch! Jetzt lass mal die Großen dran. Fertig? Ich werde dich kriegen, Jedi. Alter. Ich werde dich vernichten. Der, das passt. Das ist... Meinst du, du überlebst das? Ich bin verwundet! Der tritt mich immer. Du langweilst mich. Mit dir geht's zu Ende. Triffst du mich nicht? Mal sehen. Aber so schwer war der gar nicht. Ich bin halt nicht durchgekommen. Elektrohammer, Auslöschungstruppler. langsame, schwere Waffe bietet Möglichkeit für Präventivschläge. Gelegenheit zum Gegenangriff während Erholung nach schweren Angriff. Okay, alles klar. Gut. Mit den dort wieder tummelt. Aber ja, ich kann gerade nicht. Oh. Hi! Wie geht's dir? Ah, Mann, bist du hässlich. Was ist das? Eine Bracca-Schrottratte spielt Jedi. Ich hab dem Großinquisitor gesagt, du wärst nicht so dumm, hier wieder aufzutauchen. Schon gar nicht, nachdem wir den Widerstand ausgelöscht hatten. Ich irre mich gerne. Ciao. Okay. Also, ja, okay. Das erinnert sehr stark an das erste Tomb Raider. Das mochte ich damals auch schon nicht. Vor allem. Ja. Vor allem die. Festhalten! Ich will die. Ja. Das sind gute Action-Dimensionen. Aber ja. Naja. Vielleicht genießt ihr das ja. Da war ich noch lange nicht. Was ist das denn?
Was ist das für ein Ding? Und ich schlitter hier. Meine Schwester meldet mich. Andererseits hört sie die Übertragungen ab. Soll sich selbst rausfinden. Ja, die Schwester ist safe, nicht tot. Also 100 pro. Das wird bestimmt dann der Endfight hier. Da bin ich mir so sicher, weil das der Endfight auch beim Trailer kam. Oder der Kampf mit der Schwester. Gut. So. Was ist es, Baby? Ein Lichtschwert. So. Ah, da ist ein Safe Point. So. Eine Spinne, super. Neues Ziel. Ja. Dann meditiere ich mal und ruhe mich mal aus. So, und dann schaue ich mal, ob ich bei den Spinnen wieder den One-Shot machen kann. Aber nicht, wenn die gleich da ist. Ey. Ja, aber so nicht. Alter, das sind ja viele. Alter. Weg da. Stimmt, BD. So, jetzt darfst du wieder. Ja, wow, die sind doch geplant hier. Ja. Wenn die Schnecke nicht dabei ist, dann sind auch dann. Okay, BD. Was ist es? Poncho. Ja. Ja, hier geht's links, rechts, geradeaus. Ja, gehen wir mal hier hin. Thank you.
jetzt bitte! Werf doch nicht dahin. So ist es fein. So, hier geht's rüber. Aber hier geht's auch. Hier geht's auch da hoch. Interessant. Über Generationen pilgerten die Wookies zu seinem Wipfel. Der Baum führte sie. Der heilige Baum. Das ist mehr als nur ein Baum. Er ist für den Planeten eine heilige Stätte. Er dient den Wookies als Orientierungspunkt. Super. Dann, Alter, hier geht's überall hin. Junge. Ich glaube. Achso, einfach nach oben. Voll die dämliche Selbstverteidigung. Oh, du greifst mich an, ich, ja, töte mich. Wow, damit hast du es mir aber gezeigt. So, da geht's noch hin. Und da schaue ich kurz mal lang. Wobei, das sieht eher aus wie... der richtige Weg. Sieht er aus wie der richtige Weg. Ah ja, achso, da gibt es keinen anderen Weg. Ich dachte, wir hätten noch andere gelbe Dinger zum Freischalten. Aha. Wo geht's denn da hoch? Da. Ah, da ist was. Ah ja, okay. Ja, stimmt. Alles klar, ich seh's. Wow. Wie die Kamera weggezogen ist. Gut. Wissen nicht, ob er freundlich ist. Das hat die 9. Schwester ausgeschaltet. Hat sie nicht. Hallo. Wow. Oh, der ist verletzt. Am Bein. Irgendwas findet man immer. Mein Freund, als Tarful uns herführte, sprach er vom Shio-Vogel, einer herrlichen Kreatur. Alter, die Flügel sind halt wie von einer Fliege oder Insekt durchsichtig. Ja, voll schön. Was? Was passiert jetzt? Ja, ich... Achso, einfach nur... Hä? Achso, da... Also ich drück die ganze Zeit nach vorne.
Und das ist aber falsch. Steh auf. Neuer Versuch. Wir bekommen jetzt einen Sprung. Nicht, wirklich? Gut. Wenn du versagst, steh immer wieder auf. Das ist der einzige Weg zum Erfolg. Lass niemals zu, mein Schüler, dass Ego und Heuchelei dich bremsen. Lass los, was du zu verlieren fürchtest, und erhebe dich. Nun, auf ein neues. Yes. Gut, komm jetzt her zu mir. Du schaffst das. Juhu. Wir müssen nur immer wieder aufstehen, BD. Solange wir aufstehen, ist der Kampf nicht zu Ende. Nein. Endlich bin ich wieder da, wo ich vor der Auslöschung war. Und Meister T'Pol ist tot. Ja, nice. Dann meditieren wir mal und ruhen uns aus. Aha. Okay. Aber was? Okay, also. Erhöht jeden Lichtschwertschaden. Das ist gut. Dann Spezialangriff auswählen, er seinen Lichtschwerttyp wechselt. Das ist auch cool. Ja, das ist egal. Das ist auch gut. Zusätzliches Leben, das ist auch immer gut. Kurzzeitig verlangsamen und eine geringe Menge an Macht. Mit Ausweichen, das ist auch nicht schlecht. Mächtiger Schwub, mit dem ihr Gegnertruppen durch die Luft schleudert. Das will ich mal sehen. Das ist nice. Gut. Mehr Macht. Mal 3 und 2, warte. Aber 3 plus 2, das ist halt, ja, ob man das, das ist halt richtig übel. Das würde ich eigentlich nicht machen, das ist zu dark. Ja, also das ist an sich schon richtig nice. Vor allem, wenn man das dann kombiniert mit den Lichtschwertschwung, aber 3 plus 2 und dann 2 mal F, ja, weiß nicht, ob ich das mache, aber, ja, aber cool. Jetzt haben wir, glaube ich, jetzt können wir alle Fähigkeiten machen, die man machen kann. Gut, und damit würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, wir schauen das nächste Mal, wie es weitergeht, und ja, bis dahin, macht's gut, bye bye.